Machen wir mal wieder ein Audio draußen in der Natur. Die Natur, die ich so liebe, die du hoffentlich auch liebst. Und du merkst es vielleicht schon an den Windgeräuschen. Natürlich ist es windig und natürlich gibt es hier frische Luft. Und genau das soll das Thema sein, die frische Luft hier draußen. Hier in dem Fall Blick auf die Rheinebene, auf den Thuniberg und die dahinterliegenden Vogesen mit dem Grand Ballon, dem Typ Ballon, also Frankreich. Und wenn ich hier nach Norden schaue und ich sitze hier auf so einer Tafel, so einer Landschaftsorientierungstafel, dann ist da drüben der Nordschwarzwald und hier im Osten dann so der Ostschwarzwald, der Hochschwarzwald vor allen Dingen. Und vor mir liegt die Stadt Freiburg. Und ist eine ganz schöne Gegend hier in Weinbergen in St. Georgen im Stadtteil von Freiburg. Und es soll hier um das Thema frische Luft gehen. Es scheint ein profanes Thema zu sein. Als Kind hast du öfter gehört, geh doch mal an die frische Luft und geh mal raus, hock nicht den ganzen Tag vom Fernseher oder heutzutage vom Handy oder vom Computer oder vom Computerspiel, sondern immer wieder auch draußen zu sein in der frischen Luft. Und tatsächlich das Nutzen der frischen Luft unter allen Umständen, also unter allen jahreszeitlichen Umständen und klimabedingten oder witterungsbedingten Umständen, ist wichtig, diese frische Luft zu nehmen. Diesen Sauerstoffgehalt, ist ja nicht nur der Sauerstoffgehalt, sondern auch noch zum großen Teil andere Gehalte in der Luft, in der frischen Luft, gerade eben auch windbewegt oder eben, wie gesagt, in unterschiedlichen Jahreszeiten, ist etwas Wichtiges und geradezu Lebensnotwendiges. Es gibt schöne Untersuchungen darüber, wenn wir uns in geschlossenen Räumen befinden, jetzt gerade auch zum Anlass der Corona-Pandemie, dass das nicht so gut ist und dass die Aerosole sich dann verbreiten. Es gibt ja eine Riesenforschung über Aerosole und was die mit uns machen und so weiter. Und geschlossene Räume zeichnen sich einmal dadurch aus, dass eine Luftzirkulation nur bedingt da ist oder eben künstlich da ist, wie bei einer Klimaanlage oder Filteranlage. Oder eben auch von den Teilen, die durch die Baukonstruktion bedingt sind, uns umgeben. Das heißt also, dass der Kunststoff, der Beton, was auch immer an der Wand ist oder wie die Wände gestaltet sind, die Innenräume gestaltet sind, tatsächlich auch im Sinne der Problematik oder problematischer Stoffe auf uns eindringt und wir zu wenig frische Luft haben. Und dadurch ist natürlich unser Stoffwechsel verändert. Dadurch ist unsere mentale Leistungskraft und körperliche Leistungskraft begrenzt oder eingeschränkt oder zu einseitig. Und das Plädoyer für die frische Luft ist zwar ein profaner Hinweis, aber ein sehr notwendiger. Also jemand, der sich am Tag nicht mindestens 1,5 Stunden, 2 Stunden, ich plädiere für 2 Stunden plus, wenn das geht, draußen bewegt und zwar auch in der Profession draußen bewegt. Das kann man heutzutage gut machen. In einem Zeitalter von Homeoffice kann ich auch Homeoffice, Outoffice machen und kann das Handy nehmen oder mein Laptop, also kleine Geräte, die machbar sind und kann draußen schlichtweg arbeiten und auch unter Kältebedingungen, unter Schneebedingungen oder jetzt wie hier im Sommer, im Endsommer kann man sagen, jetzt im August, Ende August, tatsächlich draußen arbeiten. Und das ist sehr inspirierend. Du schaust über eine Landschaft, du bist von der Natur umgeben. Du bist einfach nicht beengt, du bist nicht räumlich beengt. Selbst in großen Räumen, in denen ich zum Beispiel bevorzuge zu arbeiten, ist es auch im Vergleich zu der Landschaft draußen beengt. Man muss ja nicht immer oben auf dem Berg sitzen, sondern man kann auch im Tal sitzen oder in der Au, auf der Wiese, im Wald, wo auch immer. Also das draußen suchen, um tatsächlich dieses Klima, dieses Außenklima an Luft zu haben, dass man tatsächlich in dieser Luft lebt und dadurch natürlich frische Luft hat. Diese Zirkulation, die so notwendig ist und wichtig ist, um sich gesund zu fühlen, mental genauso wie körperlich, um tatsächlich das Leben gut bewältigen zu können. Und es gibt immer noch sehr viele Menschen, die sich einmal zum Beispiel sehr wenig bewegen oder zu wenig bewegen oder zu einseitig, vielleicht zu technisch bewegen. Also ich meine hier die Fitnessstudios, die ich persönlich überhaupt nicht schätze und mag, weil sie einfach viel zu technisch sind und
was Zirkulation anbelangt, auch begrenzt sind, weil sie in Räumlichkeiten stattfinden, ähnlich wie in Lofts oder in Manufakturen oder Fabriken oder so, also industrieähnlich sind. Und das ist natürlich immer ein Problem. Es gibt schöne Untersuchungen darüber, die ich jetzt hier nicht dokumentiere oder beweise. Da kann sich jeder selber kundig machen, was es bedeutet, draußen zu sein, also im Vergleich zu den angesprochenen Innenräumen. Und das spricht alles für sich. Und ein Mensch, der sich mit Natur umgibt, immer wieder, wie gesagt, in unterschiedlichen Jahreszeiten, unterschiedlichen Landschaften, hat einfach Vorteile gegenüber dem Mensch, der sich zu viel und zu anhaltend in Innenräumen aufhält. Und genau das ist hier der Gegenstand, der Punkt, den ich in diesem kurzen Audio bespreche. Und mal wieder den Hinweis zu geben, geh einfach raus und du fühlst dich auch als Mensch, als Individuum in einer Landschaft, die dich umgibt, in einer Natur, egal wie die Landschaft oder Naturformation aussieht, einfach weiter, einfach größer und dadurch getragener und beständiger, ausgeglichener, ruhiger, nicht mehr so vereinsamt oder vielleicht isoliert, sondern eigentlich alles, was du brauchst, ist da. Und da gibt es sogar Menschen, die ab und zu rumlaufen und die dir begegnen und mit denen du dann bist. Und ja, das einfach schön ist, sowas zu erleben und daran teilzunehmen und ein Bestandteil davon zu sein. Und es geht ja auch immer wieder hier in diesen Audios darum, wer bin ich noch außer meiner selbst, außer diesem Zurückgeworfensein oder Geworfensein auf das eigene Individuelle. Und das ist eben tatsächlich im Außen, wenn wir im Außen sind, in der Welt sind, eine ganz andere Geschichte, als wenn wir in abgeschlossenen Räumlichkeiten sind oder tatsächlich nur auf uns bezogen sind. Es erweitert uns außerordentlich und gibt uns eine Menge Schöpfungskraft, Kreativität, Potenzial, Erfahrungspotenzial. Und ich glaube, das wird trotz vieler Sportarten oder mancherlei Sportarten in der heutigen Zeit zu wenig genutzt und vielleicht auch zu einseitig exzessiv genutzt. Also Stichwort Tracking und ich muss Leistung bringen und Marathon, Halbmarathon machen und achte dann nur auf meine Ergebnisse im sehr engen Sportbereich, also im sehr technizistischen Sportbereich und sehe gar nicht, wo ich mich eigentlich befinde. Also welches Licht heute hier draußen ist, ob da Dunst ist, ob das klares Wetter ist, ob es wie gesagt bewölkt ist, regnet, schneit, die Sonne scheint, sehr heiß ist und so weiter. Das sind ja alles Faktoren, die zu dem Gesamtbefinden von uns Menschen beitragen und die uns zugutekommen. Also wirklich, um es nochmal zu sagen, wir sind Bestandteil all dessen. Und erst dadurch erleben wir unser schieres, volles Potenzial, unser ganzheitliches Potenzial als Menschen in dieser Getragenheit einer größeren Bedingung als nur kleine Räumlichkeiten, in denen wir sind oder eben die Räumlichkeiten, in denen zu wenig Sauerstoff ist und zu viel künstliche Atmosphäre ist, vielleicht zu viel Neonlichtatmosphäre ist, nicht so eine tolle Heizungsluft ist, auch die ist problematisch im Winter. Jeder kennt das, der so einen Ofen hat und wenn man da nicht lüftet und geradezu zwangslüftet, dann kann das also sehr, sehr schwierig und geradezu kritisch werden, indem man da zu viel Kohlendioxid abbekommt und eben nicht gut ventiliert ist. Das als wichtige Voraussetzung, um überhaupt unser Leben im erweiterten Sinne, im ganzen Sinne leben und schöpfen zu können.